Herzlich willkommen, Jochen Pitz, hier zu den Brühler Zukunftsdialogen. Ja. Wir haben uns jetzt hier vor dem Regen ein bisschen unter das Dach hier auf dem Belvedere-Platz zurückgezogen. Und ich möchte mit Ihnen über Brühl und die Zukunft von Brühl sprechen. Das ist so Sinn und Zweck des Projekts. Danke für die Einladung. Sie sind ein alter Brühler, kann man wirklich sagen. Sie haben 1980 Abitur am Max-Ernst-Gymnasium gemacht. Da hieß das auch noch städtisches Gymnasium. Ja. Und Sie arbeiten jetzt schon seit etwa 30 Jahren als Rechtsanwalt in Köln und Brühl. Ja. Und Sie kennen auch die Brühler Kommunalpolitik schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Denn seit 1999 sind Sie Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion im Brühlerrat. Die Zeit vergeht. Herr Pitz, wir sitzen hier auf dem im Moment umgestalteten Belvedere. Ich glaube, das erste Mal auf jeden Fall, dass ich mich erinnern kann, dass man jetzt hier so sitzen kann. Trotzdem die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen hier? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hier auf diesem Platz gerade sind? Ja, also man muss das natürlich immer auch im Lichte der politischen Diskussion, aber auch des Protests der Bevölkerung sehen. Und dieser Platz hat eben die Funktion, eigentlich Autos hier abstellen zu können, um die Geschäfte und die Gastronomie zu besuchen. Und wir haben da ja nun in der Presse und nicht nur auch im Vorfeld der Diskussionen darum gesehen, dass das ein Wert auch an sich ist, dass eben unsere Innenstadt, die uns allen am Herzen liegt, funktioniert. Und wir machen uns Sorgen um unsere Innenstadt, weil die Geschäfte leer stehen, weil der Onlinehandel da ist. Corona hatten wir. Und insofern bin ich eher traurig, dass also dieser Platz jetzt ja zwangsweise seiner eigentlichen Funktion entzogen ist und die Gesellschaft doch ziemlich gespalten ist über das, was hier passiert. Von daher, mir gefällt es nicht, um es auf den Punkt zu bringen. Man hätte es auch anders machen können. Was macht Sie trauriger, dass der Platz kein Parkplatz ist oder dass es die Spaltung darüber gibt? Eher die Spaltung, weil es gibt in Brühl über die Jahrzehnte immer Projekte, worüber man sich aufregt. Ja? Oder die einen dafür, die anderen dagegen. Aber man hat immer irgendwo so einen Konsens gefunden. Irgendwo hat man einen Kompromiss gefunden. Aber hier wird wirklich so, sag ich mal, in diese Rechte oder überhaupt in die Gewohnheiten eingegriffen, in einer Art und Weise, die zu Lasten auch, finanziell auch zu Lasten oder auch zu für Ärzte, die Patienten etc. zu Lasten eingegriffen wird, ohne wirkliche Notwendigkeit. Also das ist wirklich, ich sage dazu immer, Brachialpädagogik. Und das ärgert mich. Das haben wir bislang nie gehabt. Das haben wir erstmals mit dieser Ratsperiode, dass Dinge entschieden werden, wo wir genau wissen, da wird uns, und das ist ja auch deutlich formuliert worden, richtig, gegen der Wind wird uns entgegenschlagen. Und den Sinn und die Notwendigkeit eines solchen, sag ich mal, Pädagogikprojekts, was anderes ist es ja im Grunde nicht, die erschließt sich nicht. Und die erschließt sich auch heute nicht, wenn ich das hier sehe. Und das macht die Leute auch wütend. Das hatten wir so noch nicht. Und diese Art der Politik ist nicht die meine. Man hätte da sicherlich mal über eine Woche reden können. Man hätte auch die Plätze hier mit einbeziehen müssen. Aber das Auto ist ein Wert für sich, für viele, und eine Notwendigkeit für noch auch sehr viele. Dass man also, sag ich mal, jetzt wirklich diese 5 Wochen dazu nutzt, das verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen verstehe ich nicht, wir sind ja einen Schritt weiter. Wir haben ja ein Parkhausgelände, ein mögliches Parkhausgelände in Wicke gegenüber dem Wetterstein, wo jetzt Grundstücke gekauft wurden. Da ist noch die Planung der Verwaltung noch nicht gemacht, ob man da ein Parkhaus, Tiefgarage oder was auch immer macht. Dann hätte man sozusagen den Belvedere-Parkplatz frei oder jedenfalls auch hier ein Parkhaus wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Aber es ist eine Alternative, die sozusagen die vor der Türe steht. Warum lässt man denn erstmal nicht da die Planung machen und sagen, wie wäre es, wenn wir da das Parkhaus wie die Gießergalerie, das Pendant für den Brühler Norden, bauen, und könnt ihr euch vorstellen, dann auf diesen Innenstadtparkplatz zu verzichten? Da gibt es sicherlich auch noch welche, die sagen, das geht gar nicht, die Leute wollen nur 50 Meter laufen, oder Parkhäuser sind eben halt für viele Ältere auch ein No-Going. Ja? Die fahren nur auf dem
solchen Parkplatz und nicht in der Tiefgarage. Das gibt es unglaublich viele Leute, Ältere auch, wollen das nicht. Und dann hätte man sicherlich auch so eine Aktion oder so etwas mit einbinden können. Aber das jetzt zu machen, ist eins und allein eine Entscheidung, so unter dem Motto Grün-Rot. Wir können das, wir machen das jetzt und wir zeigen mal allen, was wir können. Und dass wir, sag ich mal, uns für jeden sichtbar und für jeden fühlbar verwirklichen können in dieser Stadt. Mhm. Anders verstehe ich es nicht. Jetzt möchte ich natürlich schon auch mal so ein bisschen versuchen, so die Position auch mit einzunehmen von Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, ja, die jetzt zum Beispiel auch am ersten Wochenende schon hier waren. Da haben mir viele gesagt, dass sie das ganz toll fanden, dass so eine Veranstaltung wie Tag des Sports hier so zentral stattfindet, ne, so im Herzen der Stadt, ja, haben sich hier sehr gut aufgehoben gefühlt, auch auf diesem Platz, ja, und haben mir eher so, also ich habe wirklich mit bestimmt 10, 15 Personen gesprochen, mir eher so gespiegelt, das ist toll, dass wir hier so einen Platz mal in der Form ausprobieren, also wie sich das anfühlt, dass mal was anderes hier stattfindet als Parken. Brauchen wir nicht, um Zukunft zu gestalten, solche Experimente, so ein Ausprobieren, so ein Testweise mal machen? Ja, aber es geht A natürlich zulasten anderer, ne? Also Gastronomie, Einzelhandel und die Notwendigen. Und Brühl, muss man nun einmal sagen, wenn man sich die Innenstadt anschaut, haben wir den Markt, wir haben den Jahnshof demnächst, wir haben den Franziskanerhof, die Bleiche, und natürlich auch den Schlosspark. Wir sind also hier nicht platzlos oder grünlos oder ähnliches, sondern wir haben unsere Freiflächen, die natürlich, wenn man es da anbietet, auch geeignet werden und vielleicht auch geeigneter. So dass also, sag ich mal, der Mehrwert jetzt durch die Einbeziehung dieses Platzes sich mir nicht so richtig erschließt, auch der städtebauliche Mehrwert nicht. Denn das ist auch noch eine Lüge, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, aber so eine Projektion, die einfach nicht stimmt. Dieses Grundstück ist viel zu wertvoll, innerstädtebaulich, als dass ich es als Grünanlage, Park nebenan oder als Freifläche oder als Veranstaltungswiese nutzen kann. Dieses ist im Grunde so, jedenfalls, da will ich vielleicht nochmal hinzukommen, vielleicht auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch mal ein Entwicklungspotenzial, wo man sagen kann, hier bauen wir, was wir für sinnvoll und städtebaulich verantwortlich halten. Das müssen wir nicht machen. Ja? Irgendwo müssen wir ja auch mal Platz noch für andere Generationen anbieten, wo Vorstellungen verwirklicht werden können. Aber dieses Grundstück ist auch im Hinblick auf die ganzen Plätze, die ich aufgezählt hatte und den Schlosspark, als weitere Freifläche unnötig und auch mir vom Sinn her nicht nachzuvollziehen. Das macht ja alles Spaß, aber wir reden auch, wenn es um Existenzen geht, in unserer Innenstadt, die eben halt ja sich lautstark zu Wort gemeldet haben. Das ist keine nur Spaßveranstaltung. Das hat unmittelbare Folgen für Patienten, für Kunden, für die Inhabe der Einzelhandelsgeschäfte etc. Und das ist das Problem an der Sache. Mhm. Gut, ich kann das total verstehen, ne? Dass es da hier Gastronomen, Inhaber von Geschäften, Ärzte gibt, die das kritisch sehen, weil sie davon abhängen, dass ihre Patienten oder Kunden Erreichbarkeit brauchen. Ja. Jetzt könnte man so mal sagen, ein Platz, der 60 Jahre Pi mal Daumen als Parkplatz genutzt wird, sind dagegen nicht 6 Wochen mal als Experiment dann dagegen okay, ne? Aus den Gründen, was will man projizieren, wenn man jetzt sagen, das wäre eine tolle Idee, hier einen Park zu machen, mhm, ja? So wie das in diesem, ja, auf der ersten Bildseite oder Homepage-Seite von der Stadt Brühl im Moment zu sehen ist. Ja, schön, ne? Alles gut. Die spielen aber an auf die Utopie von Jan Kamenski. Ja, Kamenski. Genau. Aber nochmal, dieses Grundstück ist in der Nähe der UNESCO-Welterbe. Es ist nicht jetzt Lauffläche für die Innenstadt, aber es ist eben halt ein so wertvolles Grundstück, dass da aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Bebauung, wenn es denn nicht als Parkplatz genutzt wird, hier hingehört. Und sei es nur für in der Tat dann auch teure Grundstücke, ne, für wie am Franziskanerhof, auch Betuchte, die sich leisten können, mitten in der Stadt in einem neuen Wohnquartier zu leben. Also das muss man alles miteinander abwägen. Aber allein die Grundstückspreise sind ja hier riesig. Und aber als Freifläche braucht die Stadt das nicht. Sie braucht es wirklich nicht. Sie hat so viele Alternativen auch hier in Brühl,
dass ich das nicht sehe. Und dieser Eindruck, der jetzt vermittelt wird, ist, ich sag mal, eben die falsche Produktion. Und das hat ja im Grunde auch der Bürgermeister gesehen. Die machen ja nicht umsonst immer im ersten Absatz, ja, eigentlich wollen wir ja sehen, wie die Kölnstraße sozusagen profitiert von dem Projekt. Und der Belvedere-Sperrung ist ja nur, sag ich mal, die Folge des Ganzen. Und so wird argumentiert, städtebaulich. Was wäre ja sogar auch noch logisch. Vergessen aber, dass eben die Kölnstraße Anliegerstraße ist, die die Garage und die Garage anbindet. Also die schaffen es auch verkehrstechnisch nicht, die Kölnstraße als reine Fußgängerzone dann zu installieren. Mhm. Es muss da Anliegerverkehr stattfinden. Und auch das ist eben halt allen bekannt und trotzdem wird es propagiert. Und ich meine, die, sagen wir doch ehrlich, die Dinger, die da jetzt stehen, die sind also noch jenseits noch viel schlechter als das, was eben angekündigt war. Zum Beispiel gegenüber vom Kamphausen, also diesem türkischen Friseurgeschäft, sollte ja eine Fahrradwerkstatt installiert werden. Die ist nicht da. Also das zeigen wir auch die Leute offen, ja, und kommunizieren ja auch. Also, Entschuldigung, ich sage jetzt nicht für sowas. Welchen Nutzen bringt das? Und es wird auch nicht angenommen, da sitzt keiner, okay, Regen, vielleicht sitzt im Sommer da, da hätte ein Café vielleicht noch seine Plätze erweitern können. Ich glaube, das Casino hat mal seine Tische dahin gelagert. Das wäre noch ein visueller Effekt gewesen. Aber das ist, ja. Aber Sie haben es eher schon angesprochen, das Grundstück sei sehr wertvoll, man könne das hier bebauen. Ich habe alle auch hier gefragt in den Zukunftsdialogen, was ist Ihre Vision, was ist Ihr Zukunftsbild für diesen Ort? Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, Sie würden für eine Bebauung plädieren. Ja. Also können Sie mal das Zukunftsbild nochmal für uns gerade entwerfen, für diesen Ort Belvedere und auch nördliche Kölnstraße. Was kann das in 10, 15 Jahren, in x Jahren sein? Also ich vertrete da immer noch eine streitbare Position. Das Idealste, und das war das Projekt und auch für Brühl das Richtige, war ein gutes Hotel, wie es denn schon vor 5 Jahren, ja, im Grunde ist ja schon die Planung da gewesen, war ja schon bis in die letzte Türe geplant. Ein großes Hotel mit Veranstaltungssälen für den Tourismus, der dringend entsprechend auch gute Hotels suchte, um eben UNESCO-Welterbe Touristen hier unterzubringen als Zwischenstation. Es gibt einen zunehmenden Tourismus von den Welterbe-Städten von einer zur anderen. Die Taiwanesen rennen hier überall rum, wo man denkt, die kommen aus Asien, wo kommen die denn her? Also Taiwan ist zum Beispiel ein ganz großes Potenzial. Da kommen jeden Tag hier richtig große Touristengruppen. Die werden dann auch ganz gezielt hier hingefahren. Die werden aber nicht hingezahlt, fahren, wenn es nicht ins Programm passt. Und man kriegt die nicht untergebracht, also in Hotels. Und es wäre eben halt auch eine qualitativ hochwertige Veranstaltung mit Kongresssaal, wie man das in großen Hotels so kennt. Und dieser Plan war fertig finanziert, der war fertig. Den habe ich selber auch gesehen und war auch schon mit dem Denkmalschutz abgesprochen. Dann gab es einen Personalwechsel beim Denkmalschutz und der hat dann gesagt, das gefällt mir nicht, das passt nicht. So, und damit war die Sache gestorben. Zugegebenermaßen, es war auch ein sehr großes Problem, wie kommen die Busse hier hin? Das war auch noch ein... Wollte ich gerade sagen, also die taiwanesische Reisegruppe, die dann mit dem Bus durch die Kölnstraße hier runter müsste. Das war ein Problem, da war man aber durchaus bereit, auch Lösungen zu finden. Das wäre umsetzbar gewesen. Und es ist nicht umgesetzt worden. Da gab es natürlich auch viele, die sagten, na, geben wir diesen Platz nicht her. Aber welche Effekte hat der Tourismus? Das sind ja alles statistische Werte, die ermittelt wurden. Die sind ja nicht doof, die Leute. Die ermitteln, dass so ein Gast, der dann hier abends auch vielleicht in der Stadt kauft oder isst, nochmal 80, 90 Euro an so einem Abend gerne verballert. Ja, aber eben halt zugunsten der Brühler Geschäfte. Das ist ein ganz konkretes Zukunftsbild, was Sie jetzt gestaltet haben. Also die Bebauung mit einem Hotel, mit der entsprechenden Infrastruktur. Wenn nicht, dann ist eben halt Wohnbebauung hier eine Alternative. Also aber Bebauung, Sie sagen, das muss kein Platz bleiben. Nichts. Okay. Nächste Frage von mir wäre das Thema Mobilität. Ja. Weil das Ganze steht ja immer auch unter der Überschrift Mobilitätswende. Sie wissen, dass der Verkehrssektor beispielsweise ja auch hinterherhinkt bei seinen Klimazielen.
dass Mobilitätswende bedeutet, klimaneutral am Ende des Tages unterwegs zu sein. Mich würde interessieren, was ist Ihr Zukunftsbild einer Mobilitätswende? Wie sieht Brühl nach einer erfolgreichen Mobilitätswende aus? Das Auto wird es weitergeben. Wir haben dann Elektroautos, nicht? Und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht verdammen oder Ähnliches. Das ist natürlich die Entscheidung jedes, aber von oben herab sollte man das Auto nicht verbieten oder verdammen, sondern das soll jeder weiter nutzen, wie er es möchte. Durch die neuen Antriebsarten ist eben halt die Klimaneutralität grüner Strom. Das ist ja noch ein Rattenschwanz, der dahinter hängt. Aber auf jeden Fall ist das weiterhin die Säule auch der Mobilität aus meiner Sicht. Was wir machen können, ja, weil wir wollen ja nicht den Leuten sozusagen in ihr Portemonnaie reinreagieren, jedenfalls nicht nach meinem Verständnis, ist Anreize zu bieten, dass man statt des Autos die naheliegenden Dinge nutzt. Und da gibt es ja auch revolutionäre Entwicklungen. Das E-Bike ist ein Segen für die Mobilitätswende. Ja? Denn wir haben Badorf und Vochum und Kirberg. Fahren Sie mal mit einem normalen Rad da hoch. Da werden Sie aber so mit 50, 55 oder meine Wenigkeit werden dann irgendwann mal an Schieben kommen. Und das geht so ruckzuck und wunderbar. Deswegen ist das ein ganz wesentlicher Punkt, der auch, da muss man zum Beispiel hingucken, was kann Brühl da besser machen. Und da ist zum Beispiel eins, so ein E-Bike kostet 2.000 bis 3.000 und noch vor wenigen Tagen haben sie hier eine Bande ausgehoben, die für 100.000 oder 300.000 waren sogar an E-Bikes gestohlen haben. Das bedeutet, wir müssen einen sicheren Ort zum Abstellen schaffen, eine Fahrradstation auf Deutsch gesagt. Das haben wir schon vor 7, 8 Jahren beantragt. Und kommt dann so im allgemeinen Bräsigkeit nicht voran, weil natürlich auch Grundstücke fehlen und Orte, aber das muss angegangen werden. Dann haben wir die E-Bikes, die Scooter. Ja? Die Leute regen sich auf, wo die denn alle stehen und ganz fürchterlich. Aber inzwischen ist es ja auch ein relativ normales Maß runtergekommen. Aber auch da wird alles nur schlecht geredet. Das ist auch ein Baustein dafür, dass man nicht das Auto nimmt, sondern vielleicht mit dem Scooter zum Supermarkt oder zum Bahnhof fährt. Das ist auch für Junge gerade wirklich eine Alternative. Und dann sind natürlich auch Dinge, die wir gar nicht beherrschen können. Wir sind erst mal in der glücklichen Lage, wir sind mit der Bahn angebunden wie keine andere Kommune, mit 2 DB-Linien in einer Linie 18. Aber die müssen auch fahren und funktionieren und verlässlich sein. Wenn jede zweite Bahn ausfällt oder ohne Ansage und nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu spät und dann kommen sie alle auf einmal, damit können wir keinen Pendlerverkehr reduzieren, sondern da werden die Leute nach kürzerer Zeit dann doch wieder ihr Auto nutzen. Und das ist eine tägliche Erfahrung, die auch meine Frau macht. Die fährt nämlich zu unserem Kölner Büro gerne mit der DB. Und jedes Mal ruft sie mich an und ich komme eine halbe Stunde später, weil wieder das Übliche ist. Ja. Oder es schmeißt sie einer von Zucht. Das ist jetzt, aber das sind ja, jeder hat es erlebt, wenn er am Bahn fährt. Und das sind so Punkte, da muss dran gearbeitet werden, aber die Verlässlichkeit der Bahnen ist eine der ganz wesentlichen. Und dann gibt es Sachen, da brauchen wir überhaupt gar nichts dran zu tun. Das hat sich wunderbar ergeben. Homeoffice. Wir können jetzt noch wieder neue Zahlen lesen. 10% des Autoverkehrs ist weggefallen im Vergleich zu 2019. Allein durchs Homeoffice. Wunderbar. Ja, ich merke das ja selber, die Staus sind weniger. Nach Köln kommt man wesentlich flüssiger. Das ist auch ein Effekt der Mobilitätswende, auch wenn vielleicht mal andere Motive auch dahinter stehen. Aber man muss ja auch das mal als positiv herausstellen. Den ÖPNV haben Sie jetzt nicht genannt. Ja, gut, der ÖPNV ist ja die Bahn. Wir haben natürlich den Stadtbus. Ja, den meine ich jetzt. Da kommen wir natürlich in Bereiche, da werden wir vielleicht auch noch eine Gelegenheit zu haben. Der kostet wahnsinnig viel Geld, die Stadt. Der kostet richtig Geld. Und wenn die ganzen Planungen, wie sie Rot-Grün, CDU, und das ist ja immer schön, einen Bus für den Schwadorf zu fordern, einen Bus für BTV und schreibt dann auch in sein Wahlprogramm, wir haben. Ja? Aber jeder Fahrkilometer kostet 6 Euro. Dann noch mit Wasserstoff, natürlich mit Zuschlag.
Und da kommen etliche Kilometer zustande. Und die werden ja über die Verkehrsgesellschaft und dann über die Stadtwerke als hundertprozentige Gesellschaft darin finanziert. Die Pläne waren so weit, dass die Stadtwerke, das kann man in den Wirtschaftsplänen, die im Rat auch öffentlich sind, sehen, 2026 oder 2027, ich weiß jetzt nicht, mit einem Verlust rechnen, hauptsächlich verursacht durch die Kosten Stadtbusses, von 1,5 Millionen Durchschnittsgewinn auf rund 250 bis 500.000 Miese, nur aufgrund der ganzen Forderung oder umsetzbaren Forderung, was Buslinien angeht. Mhm, okay. Und da muss man natürlich abwägen, es ist auch lange keine Fahrgastzählung mehr gemacht worden, die muss dringend her, ja, denn wir müssen ja mal gucken, ist der Eindruck leerer Busse, die immer da so an einem vorbeifahren, wichtig oder ist das eine Täuschung? Dann muss man sich natürlich auch unterhalten über kleinere Busse oder über neue automatische Busse, die vielleicht in 10 Jahren, also die selbstfahrenden, ist auch Zukunftsmusik. Aber vom Stadtbus selber, finde ich, können wir uns es finanziell im Moment nicht leisten, einen Ausbau zu machen. Mhm. Bin ich fest von überzeugt. Also mir wäre es total wichtig, weil es einfach ein Zukunftsthema ist und das treibt auch viele um und viele auch in meiner Generation, ist einfach die Klimakrise, in der wir uns befinden. Die junge Generation. So, und das Bundesverfassungsgericht hat 2021 im Jahr der Flut hier in unserer Region auch nochmal das Grundrecht auf menschenwürdige Zukunft ganz klar unterstrichen und gesagt, der Staat hat Schutzpflichten gegenüber den zukünftigen Generationen. Ja. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, was müssen wir hier in Brühl noch schaffen, um unseren Beitrag zu diesen Zielen zu leisten? Ja gut, also die Kommune Brühl als Stadt hat natürlich bestimmte Felder, wo sie Monopole hat, Bildung etc. oder eben Verkehr. Aber sie hat eben halt das wesentliche Potenzial, wo auch CO2 produziert wird, nicht in ihrer Hand. Sie kann ihre Gebäude optimal ausrüsten. Wobei dann natürlich auch irgendwo, wie jeder Hausbesitzer auch sagt, wo es ob ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Dann musste die Stadt, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, klimagerecht dergestalt umbauen, dass man bei Hitzeperioden hier vernünftig leben kann. Ja, denn die kommen, die sind da, die Dürresommer und die 40 Grad plus haben wir hier auch schon erlebt. Heißt also, und das ist, die FDP hat das ja auch mit als erste beantragt, Bäume, Alleen. Ja, bin ich also schwer dafür, ich bin der Freund von Alleen. Wo zum Beispiel? Überall. Wo es auch nur geht. Ja? Also jede Straße sollte im Grunde Straßenbäume bekommen. Das scheitert dann daran, dass dann die Telekom und wer auch immer durch die Bürgersteige ihre Versorgungsleitungen haben, sodass also dann die Wurzeln der Bäume das alles kaputt macht. Also es gibt so viele Wenns und Abers gegen Straßenbäume, Alleen, dass es sehr schwierig wird, in Bestand solche Grüninseln oder solche Bepflanzungen zu machen. Aber da muss man sich auch irgendwann mal überlegen, was wollen wir. Ne? Das kostet natürlich richtig Geld und auch Folgekosten. Jeder Straßenbaum kostet auch folglich, weil man muss ja gepflegt, gegossen, geschnitten und sonst was werden. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, da bin ich also immer dafür gewesen. Wir haben auch die Anteile gestellt, die 200.000 waren ja jedes Jahr auch auf unsere Initiative eingestellt. Und ansonsten, ja, bei der Mobilität, wenn man sagt, der Verkehr gehört auch dazu, ja, dann haben wir gerade uns schon lange darüber unterhalten. Und man muss natürlich in der gewissen Hinsicht auch Vorbildfunktion sein als Stadt, ja, auch die Bevölkerung dran halten, ja, das Thema beleben, alles gut. Ansonsten sind natürlich ganz andere Faktoren wichtig, heißt also, das Bewusstsein dafür zu schaffen und das Geld irgendwie zu erwirtschaften, dass wir auch das umsetzen können, weil eben auch jahrzehntelang geschlafen wurde. Nur ist völlig eigen. Was würden Sie denn sagen, zu welchem Thema sollte Brühl in der Zukunft eine Vorreiterstadt werden? Ich habe was dagegen, Vorreiterstadt zu sein. Ich bin da inzwischen völlig von ab. Vorreiterstadt ist immer Begründung für alles Mögliche. Wir sollen versuchen, mit den Finanzen, und das ist hier im Moment das Thema,
so zu wirtschaften, dass der Wohlstand, den wir auch alle irgendwo lieben, mindestens gehalten oder zumindest gehalten wird oder jedenfalls, dass es allen gut geht. Und natürlich in der Verantwortung für auch klimagerecht und Bildung und für unsere Kinder, dass sie eine vernünftige Schule haben. Aber Vorreiterrolle heißt immer, wir geben da jetzt übergroß Ressourcen aus, Geld, Personal etc. Brühl soll bei seinen Leisten bleiben. Wir sind 45.000 Einwohner, haben das Glück, eine schöne Stadt zu haben, eine gute Innenstadt, einen vierten Forst vor der Tür. Da sollen wir versuchen, auch so Qualitäten zu behalten und nicht die ganze Stadt mit Wohnungen vollzuknallen, in Badorf zu einer Großstadt zu machen, sondern auch die Felder zu schätzen und all dieses. Aber Leuchtturmprojekte, da bin ich inzwischen von ab. Okay, also eher so das Erhalten, was wir haben, höre ich daraus, ist Ihnen ein Anliegen, das Schätzen, was wir haben? Ja, und dann eben breitflächig sehen, dass es funktioniert und nicht sich fokussieren auf das berühmte Leuchtturmprojekt und dann natürlich in der Zeitung stehen damit, auch als Bürgermeister gerne. Ich meine jetzt aber auch ganz konkret sowas wie, also wir sind jetzt nicht unbedingt Vorreiter beim Thema erneuerbare Energieerzeugung innerhalb der Stadt. Das sind andere Städte im Rhein-Erft-Kreis uns einfach schon um Längen voraus. Ja, da muss man natürlich auch die Geografie dabei nehmen. Ne? Also wir haben das kleinste Stadtgebiet, davon ein Drittel Wald, was ja auch schon Klimafunktion hat. Wir haben Felder mit dem fruchtbarsten Boden, den es hier in Deutschland gibt. Und da muss man dann einfach sehen, wir können nicht Windräder und wollen es auch nicht und können es auch nicht wegen Beschluss auf die Felder stellen. Wir können oben am Leibkreuzsee verwirklichen, was zu verwirklichen ist. Dass da Norwenisch dann sagt, also das ist die Flugkontrolle, die wird vielleicht beeinträchtigt und die Naturschützer sagen, die roten Milane und wer auch immer kommt geschreddert nach unten. Ist ein Abwägungsprozess, den ich jetzt nicht sehen kann. Aber Brühl ist in allem beschränkt. Wir haben keine Flächen wie Erftstadt, wo man Gewerbegebiete ohne Ende rinknallen können. Wir haben im Grunde ausgeschöpft, was vorhanden ist und können solche Flächen vielleicht noch für unsere Kinder vorhalten, die dann aus ihrer Duktus was Vernünftiges draus machen können. Herr Fitz, was ist Ihnen denn als Politiker, aber auch als Bürger persönlich einfach wichtiges Thema, auch vielleicht im Hinblick auf kommunale Zukunftsgestaltung, auf Brühl, auf das, was in den nächsten Jahren kommt. Was ist für Sie ein Anliegen, was Sie persönlich bewegt? Also ich meine, man ist natürlich etwas näher im Thema. Man kriegt ja viel mehr mit als im Rat, als wo die Probleme sich ballen werden. Und das ist die Finanzen. Wir werden über Jahre und auch über 10 Jahre und weiter gedacht. Richtig Probleme bei den Finanzen bekommen. Wir haben eine Inflation, wir haben Krisen gehabt etc. Aber dann kommt hinzu, der Staat hat weniger Einnahmen. Jetzt werden schon die Schlüsselzuweisungen gekürzt, die Zinsen steigen und wir haben Projekte, die Feuerbach ist ja dazu das leuchtende Beispiel, aber ist ja nicht das Einzige, was richtig viel Geld kostet. Also die Finanzmasse, die wir haben, um eben halt auch Vorreiterrollen zumindest mal uns anzunähern oder Dinge so zu gestalten, die werden wir nicht mehr haben, auf Deutsch gesagt. Oder die Bürgerinnen und Bürger, und das ist eigentlich auch ein Modell, über das man offen diskutieren kann, müssen dann Grundsteuer zahlen, die im Moment total niedrig im Grunde, wenn man das, die Ansätze da sieht. Allein die Feuerwache braucht man ja nur mal 4,5 Millionen pro Jahr. Ist kein Luxus, wir brauchen eine Feuerwache, nur in welchem Umfang. Ich will das Thema jetzt gar nicht, gehört hier nicht hin. Aber bei 4,5 Millionen, das ist praktisch der gesamte Grundsteuerbetrag. Ja, müsste man da reinziehen. Und wenn man die anderen Dinge noch macht, muss man die Grundsteuer verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Und dann kann natürlich auch eine Stadt entscheiden, ja, das ist mir das Geld wert. Ja, muss es mir wert sein. Es gibt ja auch Pflichtaufgaben. Aber wir werden auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation hier richtig Probleme bekommen. Und dazu kommt natürlich, das ist ein Grundanliegen von mir, man muss in der Stadt nicht nur wohnen, man muss auch arbeiten und
auch ja, unser Leben finanzieren können. Und wir haben Renault und Nissan verloren. Die sind gegangen, wie die Europäische Fachhochschule geht. Wir haben bei der Fahrzeugindustrie dunkle Wolken, ich würde es mal so sagen. Wir haben eine Antriebswende. Und ich habe wirklich Sorgen, dass wir unser Fundament, nämlich auch Gewerbesteuereinnahmen mit Arbeitsplätzen hier langsam erodiert. Und alles zusammen macht mir Sorgen. Also ich bin ein großer Anhänger von dem Spruch, das glaube ich von einem amerikanischen Psychologen, reden über Probleme schafft Probleme, reden über Lösungen schafft Lösungen. Ja, Lösungen sind ja hier nicht möglich. Eine Lösung ist Phantasialand-Erweiterung, das liegt auf der Hand. Das können wir sofort machen. Das bekannteste Unternehmen unserer Stadt wird praktisch gedeckelt und seit 20 Jahren. Das ist unverständlich. Das ist Politik, die eben halt dazu führen wird, dass wir uns richtig Sorgen machen müssen über unsere finanziellen Fundamente. Nicht fokussiert auf Phantasialand, aber das setzt sich ja fort. No, und die Unternehmer, die sehen doch, was hier im Grün los ist. No? Und also Sie sagen, wir kriegen finanzielle Probleme. Wir müssen also auf unserer Einnahmenseite was machen oder auch auf der Ausgabenseite. Ja, also auch. Was ist die Lösung? Ja, wenn man denn schon von Vorreiterrollen spricht, einmal definieren, was ist in Zukunft wichtig. Ja, wofür wollen wir wirklich Geld ausgeben? Da bin ich ja dafür, Schule, Kindergarten, all diese Dinge, die müssen ordentlich funktionieren, die müssen wir ausreichend haben und muss auch ein Standard sein, wo wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Und dann müssen wir gucken, was wollen wir noch finanzieren. Also Kultur gehört sicherlich hier zu unserem Selbstverständnis, hat auch eine Stadt ein Marketing-Gesichtspunkt. Aber dann gibt es auch jede Menge Shishi und Dinge, wo wir uns verzetteln. Und wenn man die Personalkosten hier in der Stadt wirklich seit Jahren geißle, sieht, man ist von 24 Millionen im Jahre 2013, das ist ja doch noch ganz so lange her, 10 Jahre, bis heute auf von 24 Millionen auf 50 Millionen. Verdopplung. Und das sind nicht nur Tarifsteigerungen, das sind wirklich Köpfe, die eben halt jetzt für die Stadt mehr arbeiten und von uns jahrelang kritisiert wurden. Aber jetzt, wenn 10% Tarifsteigerungen kommen und man jetzt mal, sag ich mal, davon sind 40 Millionen Löhne, dann weiß man, dass schon wieder 4 Millionen mehr da drauf kommen. Und die anderen Kosten, die ja auch steigen, habe ich ja schon genannt. Das ist ein Teufelskreis. Ja, ich merke, es ist schwierig, zu einer Lösung zu kommen. Ja, weil die Lösung hat jede Kommune in der Hand. Die Lösung ist Grundsteuer hoch. Und zwar richtig. Wir reden nicht von ein paar Punkten. Wir reden von Vervierfachung, Verdreifachung. Dann muss eben halt, müsste, ja, nicht durchsetzbar politisch. Aber das ist eine Lösung. Ja, Steuern, und dann weiß der Bürger, wofür es ausgibt, oder sagt, nein, ich wähle die nicht, dann dafür will ich kein Geld ausgeben, deswegen zahle ich auch keine Steuern. Dass das natürlich kein Gesellschaftskonsensprinzip ist, ja, dass das einen riesen Zoff gibt. Aber das wäre die Lösung, die ich nicht befürworte, aber das ist eine Exit-Strategie, denn ich weiß nicht mehr, wo das alles erwirtschaftet werden soll, was wir hier noch vor der Brust haben. Wir haben eben halt sinkende Einnahmen, höhere Zinsen, Inflation, weniger Arbeitsplätze, im Moment sieht es jedenfalls so aus. Und natürlich auch eine immer größere Anspruchshaltung. Standards werden nicht erniedrigt, es werden ständig Standards erhöht. Die Ganztagsschule wird zum Anspruch. Ja? Jeder Vater, jede Mutter hat den Anspruch, mein Kind wird in jeder Schule bis abends, wenn ich das möchte, bis 5 Uhr oder bis 4 Uhr versorgt. Das ist noch überhaupt nicht hier richtig durchgedacht. Das ist noch gar nicht richtig von den Finanzen angedacht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr Mensen. Wir brauchen natürlich auch mehr Raum dafür. Ich will nur sagen, diese Schere, die da immer wieder kommt, im Stadtbus habe ich mir auch schon gesagt, ja,
Das macht mir Sorgen. Das macht mir richtig Sorgen. Und da weiß ich auch keine Lösung und kann nur sagen, bleibt vernünftig. Und wir müssen A, nicht Dinge finanzieren, die nicht sein müssen. Ja. Aber wir müssen eben halt auch in einer gewissen Hinsicht auch mal innehalten und sagen, ist das alles wirklich nötig? Und da habe ich jetzt wieder mein Lieblingsprojekt zum Beispiel mit gemeint. Ja gut, also es gibt auch die Haltung, die sagt, Menschen eben sozusagen hier zusammenzubringen, ne? Treffpunkte zu schaffen, wo Menschen gemeinsam Stadt auch erleben, also sozusagen auch jenseits vom Einkaufen, sondern wo Menschen, sag ich mal, auch aus ihrer Einsamkeit mal rauskommen, andere treffen und so, ist eine wichtige Aufgabe auch von Kommune und dass uns das was wert sein sollte, auch solche Räume zu schaffen, solche Perspektiven und Möglichkeitsräume aufzumachen. Und deswegen finden ja auch überall in Deutschland auch Mobilitätsexperimente statt. Bühl ist da ja keine Ausnahme. Also viele Städte tun das ja gerade, ne, und probieren sich da aus. Das ein oder andere Experiment wird dann auch mal wieder vorzeitig beendet. Andere laufen sehr erfolgreich und führen zu dauerhaften Umwandlungen. Ne? In Hamburg gab es beispielsweise ein Projekt, das hieß übrigens Ottensen macht Platz und hat dort zu einer dauerhaften Beruhigung einer Zone geführt. Also das vielleicht noch mal so dazu. Klar, das kostet hier etwas. Aber ich denke, Zukunftsgestaltung, ist das nicht auch etwas, was wir uns ein bisschen leisten können müssen? Ja, da bin ich ja insofern gar nicht der Gegner. Ich sage nur, wenn es eben halt hier eine Zukunft gäbe für solche Plätze, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass dieses Grundstück nicht in Liegewiese werden soll. Genau. Und Brühl hat auch keine Not um Freiflächen. Der Brühler Markt, wenn da was stattfindet, finden die Leute auch toll. Ist jetzt, also, das Ding ist jetzt nicht sozusagen Ultima. Auch die Bleiche oder den Franziskanerhof tot, wie er ist, könnte man ja auch mehr machen. Also die Notwendigkeit sehe ich nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr positives Zeichen. Es gibt zum Beispiel Boneo, kennen Sie sicher, ne? Da entwickelt sich zum Beispiel auch eine Community, die auch nach außen wirkt und in den Platz, so Heimat schafft. Brühl Ost ist total aktiv, ne? Garagenflohmarkt, vor lauter Terminen hat man ja bald die Übersicht verloren. Ja. Auch im Kierberg und so weiter, Wochen versucht man ja auch immer, so eine Community zu schaffen. Das sind auch natürlich richtig und völlig richtige Ansatzpunkte. Das ist dieses gesellschaftliche Miteinander, wo ich auch hier wirklich auch Positives sehe. Ist eigentlich alles negativ, um Gottes Willen. Ja? Aus denen entwickeln sich dann ja auch möglicherweise solche Projekte. Und wenn ich sage, mir macht Sorgen um Finanzen, dann ist das in Brühl Osten selbstfinanziertes Projekt und jeder gibt dann eben wie beim Verein mal 15 Euro in die Kasse und dann wird da wirklich was mit gemacht für die Leute. Es muss nicht immer alles was kosten. Ich finde das ganz schön, dass Sie jetzt ganz automatisch auf diese Initiativen auch kamen. Was gibt Ihnen denn, Sie haben ja viele Sorgen jetzt geäußert, was gibt Ihnen aber denn Mut für die Zukunft, Hoffnung für die Zukunft? Vielleicht auch jetzt so als Schlusswort. Ja, also ich meine, ich bin ein Rheinländer, ne? Der Sie sagt ja immer, irgendwo werden wir es schon hinkriegen. Ne? Es hätte immer mal gut gegangen, der ist schon fast schon zu optimistisch. Aber die Gesellschaft kommt an einen Punkt, wo sie wirklich sich überlegen muss, was können wir noch leisten? Und da hoffe ich auf eine vernünftige Entscheidung, die eben halt alle mitnimmt und nicht nur eben diejenigen, die vielleicht jetzt von der Mehrheitskoalition vertreten hier. Und solche Geschichten wie diese Spaltung, die ich ja ansprach, dieses Projekt spaltet in der Stadt. Ja? Mit solchen Spaltungen kommen wir in der Sache nicht weiter. Also man muss das gemeinsam machen und man muss auch mal zugestehen, dass es eben Argumente gibt, wie man in den Entscheidungsprozess auch mal so einschließen lässt, dass man die Finger davon lässt oder es nicht so 5 Wochen macht. Oder also eben in der Woche war ja auch auf dem Tisch. Und da habe ich immer noch Hoffnung und habe auch in meiner Ratsfunktion eine gewisse Mittlerrolle schon mal versuche ich einzunehmen, um da wenigstens mal aufmerksam zu machen, was ihr macht. Es gibt Riesentheater, ja. Und wenn man meint, diesen Rat nicht annehmen zu müssen oder man muss sich die Finger verbrennen und kleine Kinder müssen in den Ofen packen, bis sie es vielleicht mal kapieren, dann, denke ich mir, wird man auch gemeinsam versuchen,
die Dinge so zu lösen, dass man hier die Sorgen zwar sieht, aber dann auch nicht so wirklich ist. Das würde ich als Schlusswort mal so nehmen, Herr Fitz. Ja, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte.